Der größte Energieversorger TEPCO hat durch die Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 weltweit traurige Berühmtheit erlangt. Kritik am Unternehmen oder an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat in Japan keine Tradition. Ein nahezu familiäres Verhältnis zur Firma ist ausgeprägt und Entscheidungen von Obrigkeiten werden traditionell wenig hinterfragt. Die Tradition von lebenslangen Arbeitsverträgen verlor seit den 1990er Jahren jedoch an Bedeutung.